Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play High Warriors. Erstmal bin ich im Bazar und rüste den Jungling aus, wie ich nenne. Mal sehen, wie weit ich komme. Und dann habe ich das schon wieder. Echt schade. Weil da auch ein paar Attacken drauf, die mir sehr schön gefallen. Schon gleich Stufe 10? Das soll heißen, ich bin noch zu früh im Abenteuermodus. Na, Wesen starten nicht jemals von Level 1. Das fand ich wirklich auf dem View-Teil ein bisschen blöd. Nervig. Schlacht beginnen. Problem ist nur, für eine volle Magieleiste braucht man wirklich die gesamte Leiste. Ja, Link hat einige Aggressionsprobleme. Wie man gerade gesehen hat, füllen sie wieder auf. So kann man wirklich sehr lange hier in diesem Modus bleiben. Man muss immer nur schnell achten darauf. Aber da hilft das auch nicht, solange. Da war es schon mal sehr gut. Mist, hier fehlt nur eine Stufe, glaube ich. Stimmt, hier muss ich ja auch die Krüge zerstören. Und ich bin ja ganz allein, das stimmt ja auch noch. Stoßtruppen. Nein. Oh, mir ist Huhn geschlagen. Na toll, Huhn geschlagen. Ja, Hühner sind die stärksten Gegner im Spiel, ja. Ein Huhn, eine Attacke von Huhn kann alles zerstören, was man sich immer aufbaut. Und warum gesagt, die muss man jetzt jeden Krug zerstören? Das hängt damit wegen einer Belohnung ab. Bomben. Dann muss es vielleicht mal woanders sein. Na toll. Ein Goldhuhn.
Auch nicht? Hm. In irgendeiner feindlichen... Ja, das ist immer noch nervig, wenn man einmal einen Huhn so oft geschlagen hat. Und auch zu zeigen, wie die normale Attacke aussieht. Ja, das wollte ich auch einsammeln. Du hast eine Wegefährtin gefunden. Das Beste ist eigentlich nur, die immer die Hühner zu ignorieren und versuchen, nicht getroffen zu werden. Das heißt, nicht viel schlagen und schnell viel ausweichen. Wo muss ich nochmal hin? Nach da oben. Viel Zeit will ich auch noch gar nicht verbringen, weil ich muss die Quest sowieso noch einmal machen. Aus dem guten Grund, weil hier noch irgendwelche Items noch sind für ein paar Charaktere, die ich noch nicht kenne. Okay. Schnell beenden. Und ja, diese Schwerpunktanzeige von der Nimbus-Garde und dem Stahlmeister geht so schnell weg. Ja. Und geschafft. Ich mag den kleinen Kerl echt. Link wurde deine neue Feengefährte. Dein neuer Feengefährte. Okay. Nein. Glanz, Eifer, Ehrgeiz, Güte, Coolness. Okay. Ja. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Dafür haben wir jetzt endlich im Menü Feengefährten ausrüstbar. Oder nee, auswählbar.
Du kannst deine Feengefährten stärken, ihre Kleidung verändern und ihre diversen Feenfähigkeiten anpassen. Esszimmer. Hier kannst du die Werte deiner Feengefährten ändern, indem du ihre Nahrung gibst. Du kannst die Feenkleidung ausrüsten, hier kannst du deine Feengefährten Fähigkeiten zuweisen. Deine Feengefährtin wird stärker, wenn du sie mit Nahrung fütterst und mit Feenkleidern ausrüstest. Verschaffe dir einen Vorteil im Kampf, indem du Nahrung und Feenkleidung sammelst, um deine Feengefährtin zu stärken. Esszimmer. Keine Fehlung verhalten. Ein Kleidzimmer. Ja. Okay. Wie scheint, bringen diese Sachen eher nicht so wirklich was. Sehen manchmal sehr interessant aus, aber dies ist ja eine Lichtfee. Was Schaden hast du ja keinen. Nein. Wasser, Feuerschaden erhöht. Danke, Schule. Hier kannst du deiner Feengefährten Fähigkeiten zuweisen. Die Fähigkeiten der Gefährten gehören zu je einem ihrer fünf Wesenszüge, auf dem Diagramm kannst du deinen Wesenzügen sehen. Die Wesenzüge, die deine Fee nicht besitzt, erscheinen rot. Wenn du ihn erneuerst, kannst du die Wesenzüge ändern. Ist die Energie also leer, wird sie einige Male wieder aufgefüllt. Okay. Yay. Das dauert, wie es scheint, noch. Ja. Ich wollte nicht zurück. Herausforderungen? Nicht. Ich wollte Abenteuermodus. Drück auf die Karte. Mit Feenkleidung kannst du, es gibt fünf Arten, Oberteil und Deko-Kreation aus, es war, wenn er den Schaden von Feenmagie und ihre Menge an welcher Magie. Okay. Okay, Nahrung ist so angezeigt. Und suchen. Ich brauche die Kerze. Hier kriegt man eine Kerze, um eine Kerze einzusetzen. Das ergibt ja so viel Sinn. Begrenzt auf Lana. Nein, danke. Das mache ich nicht allein und auch nicht in dem momentanen Level. Jetzt weiß ich wieder, weil ich den Abenteuermodus nicht leiden kann. Man hat ja keine Itemkarten und man braucht ja schon alle irgendwie am Anfang. Dann war es das wohl erstmal mit der Karte. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Der erste.
hier kriegt man einen Charakter, da gibt man einen Charakter. Dort und dort. Den muss ich jetzt suchen. Den muss man auch suchen. Den nicht. Wieso muss man alle suchen im Moment? Aha. Auf den beiden Karten gibt es keine Charaktere. Da auch nicht. Terminakarte war aber ein Charakter. Nicht. Dafür war aber auf der Kukulint-Karte. Gleich am Anfang. Und hier war... ja, ein Charakter. Sonst noch irgendwo? Nee, aber den müssen wir auch wieder suchen. Auf der Logo-Karte gibt es aber auch... einen suchbaren Charakter. Und mal suchen. Okay. Ah, ich weiß schon. Aber die kannst du ja... dann auf der Kukulint-Karte versuchen wir den Charakter versuchen zu holen. Mal sehen, ob das gelingen wird. Ich wollte nur gucken, ob ich sie mitnehmen kann. Einen haben wir schon, da hinten. Ja, dich nehmen wir aber mit. Wieder Link. Link. Und... sie schick. Materialbonus. Oh, wir haben wieder Link. Link. Magie sind die in der Lage... sind in der Lage, Neuheiten in der Nähe erscheinen zu lassen. Darum sollte man sie schnell vernichten, außer man will sehr viele Gegner auf einmal besiegen. Mal sehen, besiege alle Anführer der Horden. Hey! Hey! Ich komme hier nicht mehr hinterher, es sind so viele Gegner! Hallo? Ich komme hier nicht mal hinterher, irgendwie das zu blicken. Einige Attacken sind nervig, andere sind leicht zu abzuwarten. Ja, das macht mir ja keine Sorgen wirklich. Drücke eher rein, wenn das Symbol unterhalb der Magie aufläuft, um mächtige Feenmagie einzusetzen. Dabei leert sich die Magieleiste. Sensation, Magie bewirkt eine Explosion, die Gegner in der Nähe ausschaltet. Feengefährten entwickeln zudem Zusatzeffekte bei dem Einsatz von Feenmagie. Zu Trage kommt Explosion, Verteidigung von Gegnern im Bereich sinkt.
Erze, Verteidigung von Verbündeten in Wirkungsbereich steigt. Feldergeschwindigkeit von Gegnern in Wirkungsbereich sinkt. Heilt die Verbündeten. Fügt Gegner in Wirkungsbereich Schaden zu. Wenn sich die Stufe von Feengefährten erhöht, halten sie zusätzliche Effekte. Mehr Zusatzeffekte derselben Art verdoppeln den Effekt. Das werde ich mal austesten. Oh, nicht du. Oh, die sind auch so nervig, wirklich. Man will sich entscheiden, was man nimmt für seine Magieleiste. Ob man sie selber haben will oder man dafür die Feengefährtin nutzt. Und auch nicht schon wieder. Das ist so nervig. Der wollte unbedingt, dass man die Leiste schneller runterkriegt. Ich habe die Bombe geworfen und nichts passiert. Warum geht es irgendwie nicht? So, geschafft. Nur alles für einen Charakter freizuschalten. Aber wirklich, die Feengefährtinnen sind sehr interessant. Ich wollte noch nicht A erreichen. Wird sowieso noch nicht A erreichen. Rubinbonus. Mhm. Okay. Ja. Und es geht auch weiter. Alle Karten neu gemischt.
Noch 0%. Wie fies. Egal, das war's auch schon vom Part. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ciao.